Gleich neben diesem ist der Parc Vaugrenier. Er ist einzigartig dank seiner besonderen Lage in der Nähe zum Meer. Getrennt nur durch eine Straße vom Strand entfernt, bietet das Vaugrenier Park eine Prärie- und Baumlandschaft, ja sogar Feuchtgebiete. Der Park enthält die einzige natürliche Süßwassersee der Alpmaritimküste. Von verschiedenen Vogelwarten aus kann man die Vögel beobachten. Der Name der Türkentaube verrät ihre orientalische Herkunft. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sie ihr Areal vom Balkan bis auf die britischen Inseln und an den Polarkreis erweitert. Während die Altvögel meist Standvögel sind, können sich die Jungen in größerer Entfernung ansiedeln, was natürlich die Ausbreitung begünstigt. Das Rotkehlchen ist ein echter Frühaufsteher. Schon zur ersten Morgendämmerung ist sein charakteristisches Tixen und Schnickern zu hören. Mit seiner orange-roten Kehle im Kontrast zur gut getarnten braunen Oberseite ist es einfach unverwechselbar. Die Elster gehört zur Familie der Rabenvögel. Die Elster ist ein schöner, schwarz-bunter, lauter Vogel. Sie ist sehr geschickt, besonders lernfähig, sehr neugierig und anpassungsfähig, wendig und auch vorsichtig. Der Zitronenfalter zählt zu den Faltern mit der längsten Lebenserwartung von fast einem Jahr. Die Flügel des Männchens sind leuchtend gelb, die des Weibchens heller und eher grünlich. Die Kopulation ist im Frühjahr, die Falter schlüpfen im Sommer und überwintern als Falter. Entlang der Weiher ist das Sumpfgebiet, ein Paradies für Wasservögel aller Art. Die Wasserralle lebt die meiste Zeit versteckt in dichtem, breiten Röhricht und Schilfgürteln. Sie sind Einzelgänger, ernähren sich von kleinen Fischen, Krebstieren, Weichtieren, Insekten und deren Larven. Ein besonders schmaler Körper ermöglicht es den Rallen, sich im Pflanzendickicht ohne Schwierigkeiten rasch durchzuschlängeln. Oft benutzen sie bestimmte Pfade. Es ist Anfang April. Der Nachwuchs einer Entenmutter ist schon geschlüpft. Mit Adlersaugen wacht sie über ihren Nachwuchs. An manchen Ecken des Teiches liegen die Rotwangenschildkröten wie gestapelt aufeinander. Sie sonnen sich in den milden Frühlingstemperaturen. Sie sind hier nicht heimisch und sind von ihren Besitzern ausgesetzt worden, als sie zu groß für das Terrarium wurden. Man kann sie beim Schwimmen beobachten, wie sie immer wieder tauchen und Luft schnappen. Nur der Kopf schaut aus dem Wasser. Wechseln wir den Standort an einen turmähnlichen Beobachtungsstand. Erst von oben sieht man die Größe und die Pracht des Teiches. Ein paar Silbermöwen schwimmen auf dem Süßwasserweiher. Ein Zwergtaucher in Prachtkleid hält Ausschau nach einem Partner. Der Seidenreiher kommt in Südeuropa häufig vor. Die schneeweißen Reiher kann man an den gelben Zähnen an den sonst schwarzen Beinen auch im Flug schnell identifizieren. Seidenreiher werden nur etwa 56 cm groß und sind wesentlich kleiner als sein Vetter, der Graureiher. Der Graureiher kommt in ganz Europa vor.
Der Graureiher ist oberseits überwiegend mittelgrau, unterseits hauptsächlich grauweiß gefärbt. Er kann kaum mit anderen Vogelarten verwechselt werden. Sofern seichte Zonen vorhanden sind, die sich zum Jagen eignen, siedelt er an jeder Art von Gewässern. Die Uferzonen dürfen allerdings nicht zu stark zugewachsen sein, damit sie durchwatet werden können. Beim Fliegen sehen sie ziemlich unbeholfen aus. Mit lang vorgestrecktem Hals und raschen Flügelschlägen fliegen sie meist dicht über der Wasseroberfläche, die Kormorane. Sie leben nur bei Gewässern, wo Fische in rauen Mengen sind. Anders als bei fast allen anderen Wasservögeln sind die Federn der Kormorane nicht wasserabweisend. Sie werden beim Tauchen nass und müssen anschließend wieder getrocknet werden. Zu diesem Zweck sitzen sie oft stundenlang mit weit ausgestreckten Flügeln auf Pfosten oder Bäumen am Ufer, um ihr Gefieder zu trocknen. Stockentenhybride, also ein Mischling zwischen Stock- und Hausente, ruhen im Gras und genießen die Frühlingssonne. Ein Stockentenpaar schwimmt auf dem Teich und sucht nach Futter. Ein Schwan hat auch seinen Lebensraum hier gefunden. Er ist etwas aggressiv, weil sein Nest in der Nähe ist. Ein Blässhuhn ist mit dem Nestbau beschäftigt. Mit Schilf und Holz wird das Schwimmnest gebaut. Die Teichralle bevorzugt Gewässer, langsam fließend oder stehend, mit dichter Ufervegetation. Die Nahrungssuche findet vorwiegend am Ufer oder in Ufernähe statt. Typisch für die Teichralle ist der rote Schnabel mit der gelben Spitze, ihre rote Stirnplatte und die roten Augen. Zeit, den Park zu verlassen und zurück zum Campingplatz.